Moin Leute, es sind ein paar neue Mods reingekommen. Fangen wir mal an mit dem Flug hier. Ist jetzt wieder so ein etwas kleinerer. An sich eigentlich ganz in Ordnung. Mal reingucken. So, 2 Meter Arbeitsbreite, 120 PS. Ja, naja, da gibt es standardmäßig schon bessere Alternativen, so wie den hier zum Beispiel. 2,5 Meter. Kostet auch nur 14.000. Der neue, der kostet 22 mit 2 Meter. Ja, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall ganz in Ordnung aus. Gut. Dann haben wir hier noch einen neuen Trecker. 1000er Fario hier. Wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Der soll anscheinend auch noch nicht ganz fertig sein, sondern einige Sachen nicht so wirklich funktionieren. Hier haben wir ihn. Er ist eigentlich, ich sag mal, bis auf die Farbauswahl und das Design hier unten, ist alles original. Wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche, aber normalerweise ja. Der ist auch hier. Hier ist der Originale. Ja. Ja, bis auf die Farbauswahl und das Design scheint der Original zu sein. Farbauswahl, die Hauptfarbe. Ja, ich habe nicht genug Geld. Haben wir Schwarz. Nochmal ein dunkleres Grün. Ja, kommunalmäßig, ne? Hm. Also nicht wundern, dass die Kabine da jetzt die Farbe nicht wechselt. Da haben wir jetzt hier extra nochmal Designfarbe, das ist dann die Kabine. Ne? Ist ein bisschen Spielerei. Felgenfarbe haben wir auch noch. Also die schwarzen Felgen immer, ne? Ich weiß nicht, wer sowas haben will, aber das ist so hässlich. Oh Gott, ey. Dann haben wir ganz unten noch. Ach Junge, wieso will ich denn immer kaufen? Das Design. Challenger. Ja, ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Eine Spiegel hat gerade ein bisschen rumgespackt. Scheint sich gefangen zu haben hier. So. Ich gehe mal davon aus, dass hier alles funktioniert, wenn das sowieso alles Standard ist. Tacho, Pedal da unten. Ja.
echt funktioniert auf jeden Fall. Ja, wer den gerne in anderen Farbe haben möchte, kann sich den auf jeden Fall runterladen. Ich brauche das definitiv nicht. Ich finde das Schwarz zum Beispiel hier, das wirkt doch irgendwie ein bisschen komisch. Weiß nicht, also. Wirkt irgendwie wie ein schwarzer Klumpen irgendwie, also. Naja. Dann haben wir noch einen Kompaktlader, JCB. Die beiden sind Standard. So. 13 km/h fährt er nur. Reifen können wir doch auswählen hier. Und das war's auch schon. 58.000 kostet der. Joystick funktioniert doch irgendwas schon mal, aber da fehlt irgendwie ein Stück. Seht ihr das? Der ist ja nicht so schön. Ja, da haben wir genau dasselbe Problem. Fehlt auch irgendwie ein Stückchen unten drunter. Na ja, gut. Ansonsten, Tacho, gibt es hier sowas? Ich glaube nicht. Da oben, was ist das denn? Der Tankanzeige und so. Okay. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Aber ich habe die Dinger noch nie gespielt. Ich brauche die echt überhaupt nicht. Auch die originalen Standard. Der Sound ist doch schon ganz gut. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus wohl. Gut, dann haben wir noch einen kleinen Unterstand, also wirklich einen kleinen Unterstand nur. Ich glaube, so neben das Wohnhaus oder so sieht es ganz gut aus. Kostet 1850. Das ist halt echt klein, ne? Also. Ja. Sieht aber schick aus. Sieht echt schick aus. Ja. Ja.
ja, nichts Besonderes bei, finde ich jedenfalls. Ja, gut. Ich glaube, die Farbauswahl hier bei dem 1000er Vario werden sich einige runterladen, glaube ich. Also gut. Kann man mal machen, aber wie gesagt, er hat auch echt reingeschrieben, er ist nicht irgendwie ganz fertig und nur so eine mehr oder weniger Vorabversion. Warten wir ab, wenn das fertig ist, kommt bestimmt noch ein Update zu. Das war's auch erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.